Hallo, ich begrüße euch bei einer weiteren Folge von Tinkercad. Und zwar konstruieren wir heute das Gebäude Nummer 2. Dazu verwenden wir Gebäude Nummer 1 und gehen auf dieses Einstellrad und duplizieren dieses. Erster Schritt, wir sollten dieses Gebäude umbenennen oder diese Zeichnung oder diesen Entwurf und zwar in zweites Gebäude. Nächster Schritt, das Gebäude wurde bei der vorhergehenden Sendung gruppiert, also die Gruppierung aufheben. Ja, und jetzt kann es schon losgehen. Und zwar zuerst Vorgebäude. Wir klicken außerhalb des vorgeklickten Gebäudes und jetzt klicken wir nur das Dach des Vorgebäudes an. Wir müssen dieses anheben, das heißt, da erkennen wir, es ist auf 3 mm Höhe. Und das gehört jetzt auf 5 mm angehoben, also auf 5 anheben. Der nächste Schritt ist, das Dach selber sollte jetzt eine Höhe haben von 3,5, momentan hat es 2 mm, also auf 3,5 Metern korrigieren. Und das Gebäude, dieses Dach muss nach hinten gehen, also unten bei dem schwarzen Quadrat klicken, anklicken und nach hinten schieben. Dach wurde vollbracht, jetzt noch den Würfel unten nach oben ziehen auf die Höhe 5. Jawohl, somit haben wir den Vorbau fertig. Jetzt geht es darum, aus diesem Sackdach ein Walmdach zu machen, sprich die Ecken vorn oder rechts und links wegzuschneiden. Schneiden geht immer mit dem Würfel oder mit dem Zylinder, nehmen wir den Würfel her, den Quader. Der zum Dämpfen ein Würfel ist, der leider viel zu groß ist, gehen wir auf die Größe 7, 7 und 7. Enter. Und drehen wir den Würfel auf 45 Grad, weil er dieses Walmdach mit einer 45 Grad Neigung gemacht wurde. Also, bei dieser Einstellung auf 45. Den Würfel drehen. Jawohl. Jetzt ist wichtig, wir sehen da rechts ist momentan die Kante, diese Kante vom Würfel auf minus 1,45. Diese Kante sollte dann da sich wiederfinden und zwar auf einer Höhe von 8,5. Somit beim Kegel nach oben ziehen bis zum Wert 8,5, wobei momentan die Einstellung auf Millimeter ist. Diese müssen wir korrigieren auf 0,5 mm und noch 0,5 nach oben ziehen. Also jetzt ist diese Kante vom Würfel auf einer Höhe von 8,5. Jetzt müssen wir diese Kante da zu der Kante bringen vom Dach, indem wir die Tastatur drücken, und zwar die Pfeiltasche nach links auf der Tastatur und so weit nach links, bis sich die zwei Kanten treffen. Das Ganze können wir dann da anschauen und man erkennt schön, mit 45 Grad wird es weggeschnitten. Andersrum erklärt, diese Länge ist 1,5 und diese Länge ist auch 1,5. Ja, jetzt müssen wir das Ganze mal auf der anderen Seite auch zusammenbringen. Das heißt, den Würfel haben wir angeklickt. Links oben kann man duplizieren. Er erscheint im gleichen Würfel wieder. Und mit der Pfeiltaste links auf der Tastatur müssen wir auf die linke Seite den Würfel verschieben. Und wenn man jetzt genau schaut, sind wir noch zu wenig weit. Jetzt bin ich genau an Kante. Und dann haben wir da wiederum 1,5 und da auch 1,5. Ja, somit brauchen wir nur noch den ganzen gezeichneten Körper markieren, probieren und erschneidet mir das Walmdach richtig. Jawohl. Jetzt können wir noch eine eigene Farbe geben. Ich würde die Farbe blau vorschlagen. Die Zeichnung trägt den Namen zweites Gebäude. Wir sind fertig. Und ein Rundumblick. Viel Glück beim Nachzeichnen.